Yo Leute, was geht? Hier ist Dennis von Team Ragnarok und diesmal nicht auf meinem Channel, sondern auf Team Bubble Tees Channel. Und ja, viele Fans wollten unbedingt, dass ich auch mal bei Team Bubble Tea vorbeischaue und ich habe mir auch dann gedacht, ich breche mal den Fluch, weil jeder hat in seinem Video die Hände gezeigt, was ich jetzt nicht so cool finde. Und ich möchte eigentlich gern mit euch face to face reden und das finde ich persönlich einfach, kommt persönlicher und deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, das so zu machen. Und somit kommen wir auch zur ersten Frage, und zwar, wie bin ich zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Und ich muss sagen, das ist eine ziemlich einfache Antwort. Nämlich durch RTL, durch die Anime-Serie Yu-Gi-Oh! Bin ich damals so zum Kartenspiel gekommen. Haben wir dann auch als erstes das Starterdeck gekauft. Ich glaube, Yugi war das. Und mein Bruder und meine Schwester haben sich Kaiba gekauft. Oh nein, mein Bruder hat sich Pegasus gekauft. Entschuldigung, Pegasus. Und ja, da haben wir eigentlich dazu angefangen, so ein bisschen zu spielen. Wir hatten eigentlich keinen Plan, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Und ich sag mal so, den ersten richtigen Kontakt mit dem Meta, sag ich mal, hatte ich, glaube ich, 2010, 2009, irgendwie sowas rum. Ja, das war eigentlich dann auch schon so die Zeit so mit Quick Draw und sowas. War eigentlich ziemlich cool. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Und wie lange spiele ich denn Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh spiele ich schon seit 10 Jahren, wenn man jetzt die Pausen weglässt, insgesamt 10 Jahre lang. Ich habe 2006 eine Pause gemacht, weil mir mein Deck geklaut wurde. Und dann habe ich einfach eine Pause gemacht, da hatte ich keinen Bock mehr. Und habe dann eigentlich wieder angefangen, glaube ich, 2009, so um den Dreh wieder. Also, ja. Ja, dann die nächste Frage. Bist du Spieler, Trader oder YouTuber? Und ich würde persönlich sagen, dass ich alles in allem bin. Sowohl Trader als auch Spieler als auch YouTuber. Mir macht es wirklich sehr viel Spaß, für euch die Videos zu produzieren. Und von daher denke ich mal, von jedem ein bisschen was. Und ja. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Und zwar zur vierten, glaube ich. Ja. Und zwar, was ist meine Lieblingskarte? Und die Frage kann ich einfach beantworten, weil ich habe mehrere Lieblingskarten. Ich werde es euch einfach mal kurz zwei präsentieren. Und zwar einmal der Sternenstaubdrache und einmal der Slifer. Das waren eigentlich so die zwei Karten, die mich persönlich angesprochen haben. Schon damals auch in der Anime-Serie, wo einfach zum ersten Mal Slifer aufgetaucht ist, dachte ich mir so, oh mein Gott, ist der OP. Einfach mal so 6000 Attack, schon richtig krass. Und natürlich Stardust, Yusei's Lieblingskarte. Das waren eigentlich so meine zwei Lieblingskarten und kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, was ist mein Lieblingsdeck? Und das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage und die kann ich euch auch beantworten mit mehreren Lieblingsdecks, weil ich habe in dem Sinn wirklich kein Lieblingsdeck, was mir am meisten Spaß macht. Ich kann euch zwei Decks sagen, die mir am meisten Spaß gemacht haben, überhaupt seit es Yu-Gi-Oh! Gibt. Und zwar einmal Mermail und einmal Necros. Das waren eigentlich die zwei Decks, die mir persönlich am meisten Spaß gemacht haben. Ich weiß, ich hatte immer schon so einen Wasserfetisch. und deswegen, ja, die zwei Decks haben mir ganz gut gefallen. Und auch die TCG-Only-Themen-Decks gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Vor allem Burning Abyss und Cosmo, die gefallen mir auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, das sind auch so zwei Decks, die ich immer wieder spiele, weil sie einfach echt cool sind. Was mag ich an Yu-Gi-Oh? Das ist eine ziemlich einfache Antwort, nämlich diesen sozialen Aspekt. Man lernt durch Yu-Gi-Oh! So viele gute Freunde kennen, wie man sie, glaube ich, auf keinen Partys oder irgendwo anders finden kann. Und da bin ich echt Yu-Gi-Oh! Ziemlich dankbar für die vielen guten Freunde, die ich dazu gewonnen habe. Und natürlich auch dich, Hong, du Leidender. Und ja, das gefällt mir einfach sehr gut an Yu-Gi-Oh! Und natürlich auch dieses ganze komplexe Spiel an sich. Man lehrt das Spiel nicht von einem Tag auf den nächsten. Man braucht sogar teilweise ein ganzes Jahr, um das Spiel zu lernen. Das ist wirklich echt krass. Und das gefällt mir einfach so in Yu-Gi-Oh!, dass es wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und ja, Yu-Gi-Oh! Ist echt klasse. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Und zwar, wie finde ich das Format und was spiele ich zurzeit? Das Format finde ich zurzeit ziemlich langweilig, weil es wenig neue, innovative Decks gibt. Das einzige Deck, was mich jetzt persönlich anspricht, ist Cosmo. Und der Rest ist, sag ich mal, das gleiche vom letzten Format. Von daher hat sich nicht viel verändert. Natürlich die Performage sind noch dazugekommen.
ja, sag ich mal, haben noch neuen Schwung reingebracht in ein paar Decks, aber so wirklich neue Decks gibt es nicht. Und was ich aktuell spiele, ich spiele aktuell Cosmo und Mermaid. Cosmo werde ich Ende des Monats bekommen, spiele es wirklich sehr, sehr gerne auf DevPro zurzeit und auf Dueling Network. Und Mermaid gefällt mir auch sehr gut zurzeit, weil es einfach durch den Noden nochmal einen richtig krassen Push bekommen hat. Und ja, das sind so die zwei Decks, die ich aktuell spiele. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Mein bester Moment in Yu-Gi-Oh! Da gibt es nicht so viele. Aber der beste Moment, an den ich mich erinnern kann, der war wirklich bei den Locals, als ich gegen einen Kumpel gespielt habe. Und er war sich ziemlich siegessicher, weil ich hatte, glaube ich, nur noch 1000 Lebenspunkte oder so. Ich habe mit Burning Abyss gegen Evil Swarm gespielt. Es stand 1-1. Und er war sich ziemlich siegessicher. Und ich habe in der Endphase mit Skarm die Turgot gesucht und er hatte Zed eine Warning. Ich hatte keine Handkarten mehr. Das heißt, das Einzige, was ich auf der Hand hatte, war die geendete Turgot und dann noch eine Karte, die ich nachgezogen habe. Und wie gesagt, er hatte Warning gesettet. Und ich habe einfach mal gehofft, ja, bitte MST, bitte MST, was ziehe ich von oben? MST direkt auf Warning und Rage Quit. Er hat sich so aufgeregt. Es war ziemlich krass. Also einfach der Nightmare Shark, direkter Angriff, tot. So war das Spiel gelaufen. Und ich habe wirklich spekuliert, dass ich den MST von oben ziehe. Und ich hatte ihn dann wirklich gezogen und ja, deswegen das Spiel gewonnen. Das war eigentlich, glaube ich, auch so ziemlich der beste Moment in Yu-Gi-Oh! Und sonst hatte ich eigentlich wirklich nie diese krassen Top-Deck-Momente. Und ja, das war eigentlich der beste Moment in Yu-Gi-Oh! Was ist meine wertvollste Karte? Meine wertvollste Karte aktuell ist, glaube ich, Geister, Oger und Schneehase, glaube ich, so heißt sie auf Deutsch. Und ja, die habe ich mir damals mal angetauscht und habe sie immer noch, weil ich werde sie wahrscheinlich demnächst auch dann im Kosmo spielen. Und das ist aktuell die wertvollste Karte, die ich besitze. Was war mein erstes Booster, beziehungsweise meine erste Karte? Das war wirklich der dunkle Magier oder der schwarze Magier, wie auch immer heißt. Das war meine erste Yu-Gi-Oh! Karte, beziehungsweise mein erstes Deck an sich. Und ja, mit dem habe ich eigentlich dann auch so angefangen, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Ja, dann bedanke ich mich bei Hong für diesen kleinen Gastauftritt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Kritik da in den Kommentaren und checkt auf jeden Fall auch meinen Channel ab. Da gibt es auch vielen guten Yu-Gi-Oh! Content, Schleichwerbung. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in weiteren Videos. Bis die Tage, haut rein und tschüss.